Flo fleißig, oh la la. Flo fleißig, oh la la. Flo fleißig hat ständig Kartoffeln in der Hand. Bratkartoffeln? Nein, noch nicht ganz. Zweimal Bratkartoffeln. Ja, hallo, hier ist wieder Flo fleißig. Und er wendet sich jetzt wieder den kulinarischen Genüssen zu, weil genug Technik. Vielleicht kann ich ja mal 5 Minuten ohne Internet überleben. Ich will nämlich heute Hummus machen. Hummus. Ich glaube, ich weiß gar nicht so genau, wie man Hummus macht. Was ist eigentlich Hummus? Okay, zurück zum Internet. Ich gehe mal schnell. Kommt mal mit, ne? Hier, das kennt ihr ja schon, meine Wohnung. Aber jetzt kann man auf die Terrasse. Man kann nämlich jetzt Internet durch die Luft bekommen. Auf der Terrasse. So, wo gucken wir denn mal nach? Irgendwas, wo man... Oh, Reggae. Irgendwas, wo man alle Informationen über jedes Thema der Welt nachgucken kann und wo es ganz schnell geht und was ganz übersichtlich ist und auch irgendwie einfach noch cool. Sagt mal was? Ja, richtig, Wikipedia. Genau. Im Spirit of freie Quellen gibt es nämlich eine Website eine Community weltweit, die an eine Enzyklopädie schreiben. Ja, alles Wissen der Welt in den Computer rein. Und das auch noch kostenlos dann abrufen können. Durch die Luft, ja. Über Internet wisst ihr ja, blaues Kabel brauche ich heute nicht, weil kommt alles durch die Luft hier. Und auf Wikipedia kann man echt alles nachgucken. Ich finde es immer wieder ganz geil. So, jetzt hat er die Seite geladen. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir doch mal ein. Hummus. Haha, es gibt einen Artikel. Wikipedia, naja, de.wikipedia.org/wiki/hummus. Das kann man bestimmt jetzt nicht so richtig gut lesen, oder? Nein, das macht nichts. Hummus, naja, das sind ja irgendwie nur 5 Zeilen. Orientalische Spezialität, Kichererbsen, bla bla, Knoblauch, Kreuzkümmel, ja okay, Falafel, das wissen wir alle schon. Arabisch bedeutet Hummus einfach Kichererbsen, das sind ja super Informationen hier drin. Wikipedia wird nämlich von Laien gemacht, ja, oder auch von Experten, die aber so tun, als wären sie Laien und die setzen sich dann einfach in den Computer und da arbeitet dann sozusagen jeder nach einem bestimmten Rezept dann zusammen und so entsteht ganz leckerer Artikel. Da gibt es auch ein Rezept, sehe ich gerade, für Hummus. Ja, aber irgendwie ist das noch nicht so ganz prickelnd, diese 5 Zeilen. Vielleicht müsste ich da auch mal was schreiben. Ich bin da ja auch ein häufiger Wikipedia-Schreiber. Kann nämlich jeder schreiben, habe ich gehört. Und habe es dann auch gleich mal gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal. Es gibt nämlich auch Wikipedia in anderen Sprachen. Mal gucken, was die English-speaking people so geschrieben haben. Oh, da ist ganz viel. Aha. Wikipedia en wie Englisch. Wikipedia.org/wiki/hummus. 50 Zeilen mindestens. Und noch Links und auch noch sogar Fußnoten. Na, die sind ganz schlau. Ja, da steht ganz viele sinnvolle Sachen. Aha. Hummus Rezept und Video Tutorial. Hat irgendeiner zu viel Zeit gehabt, ja? Gleich mal ein Hummus-Tutorial gemacht, die Sau. Nein. Entschuldigung, nette Kollege vom Hummus-Tutorial. Ja, okay, da werde ich jetzt, glaube ich, mich mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber Vorsicht, Wikipedia macht süchtig. Ja, da kann man irgendwie Tage dran verbringen und nochmal einen neuen Artikel schreiben und dann nochmal ein bisschen sich darüber aufregen, dass alle anderen überhaupt nicht wissen, wann ein Komma gesetzt werden muss im Satz. Und dann muss man das in ganzen Wikipedia immer verbessern, alle 270.000 Artikel durchgucken, ob die Komma-Regel überall eingehalten wurde. Oder man schreibt eben seinen ganz eigenen neuen Artikel. Zum Beispiel bin ich ja ein Experte für, zum Beispiel für Freifunk. Schreibe ich doch mal einen Freifunk-Artikel. Gibt es eigentlich schon einen Freifunk-Artikel? Gucken wir doch mal gleich. Freifunk. Ach nee, das war jetzt Englisch. Da müssen wir nochmal zurückgehen zum Deutschen.
Oder ich bin ja auch ein Experte für... Vielleicht sollte ich mal einen Reggae-Artikel schreiben, aber ich glaube, den gibt es bestimmt schon. Oder Dachterrasse. Dachterrasse können wir auch mal nachgucken. Schreibe ich einen Artikel über Dachterrasse oder über meine Straße hier. Ich könnte ja mal einen Artikel über meine Straße schreiben. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, ja? Hier, Frangelstraße in Kreuzberg. Na, ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Und ansonsten kann ich euch nochmal sagen, Flo Fleißig und Wikipedia, das gehört zusammen wie Hummus und Bratkartoffeln. So, jetzt reicht's. Genug geredet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Flo Fleißig, oh la la.